So, meine Lieben, und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turok The Dinosaur Hunter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist früh am Morgen, ich bin gerade am Kaffee trinken tatsächlich und ich habe mir gedacht, komm, jetzt gerade, wo die Frau beim Frauenarzt ist und ich meine Ruhe habe, können wir ja gerne nochmal eben eine Runde spielen. Und ich bin dabei auf ein Level gestoßen, Level 5, die Katakomben. Und ich sage euch, das wird ein richtiger Pain in the Ass. Ich bin mal ein bisschen rumgelaufen. Ich kann euch sagen, das wird ein richtiges Kack-Level. Ich werde wahrscheinlich öfter mal die Minimap aufmachen oder vielleicht sogar das ganze Level über, weil das hier einfach mega verwirrend ist. Werd aber natürlich versuchen, so schnell wie möglich hier durchzukommen. So, ich laufe jetzt einfach erstmal hier rum und knall so ein paar Gegner weg, weil die stören einfach nur. Und als erstes werde ich versuchen, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes langlaufen soll, weil hier gibt es so viele Wege. Da werde ich mich jetzt erstmal links halten und mal schauen, ob ich da irgendwie weiter vorankomme. Denn wie gesagt, das ist ja ein einziges Labyrinth. Das ist nicht schön. So, hier überall Gegner mit Lanzen, da müssen wir aufpassen. So, die Karte muss natürlich ausgefüllt sein. So, hier ist auch nochmal so ein harter Mechanismus. So, die Dinger schieße ich auch tot. Wo kommt er denn her? Ach, die spawnen ja immer wieder, ne? Da muss ich mich also gar nicht wirklich drum kümmern. Wie gesagt, wenn die immer wieder kommen, dann macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, die zu erschießen. So, latsche ich mal durch die Pampe hier. Oh, guck mal, hier kann man sogar tauchen. Mal gucken, was es hier gibt. Aha, aha, aha. Lilane Triforces. Nehmen wir gerne mit. So, und dann schwimmen wir schnell hoch und messern den hier noch eben. Komm, komm her. Komm her. Ja, er ist tot, er ist tot. So, und da sind wir auch schon wieder an der Oberfläche. Oh, die ganzen Viecher, die gehen mir natürlich auf den Sack. Die müssen weg. So, was gibt's denn hier Feines? Guck mal, hier ist so ein Loch in der Wand. Da kriechen wir gleich mal durch. Ja, wo kommen die denn alle her, sag mal? Meine Herren. So, das sammle ich auch eben schnell noch ein. Ich glaube nicht, dass es hier oben weitergeht. Okay, da komme ich nicht rüber. Da vergessen wir jetzt einfach mal. Und wir kriechen durch das Loch da vorne. Uiuiuiuiuiui. Das geht natürlich sehr auf die Zeit hier jetzt gerade, wenn man immer durch irgendwelche Löcher kriechen muss. Und ich sehe schon wieder nichts. Meine Haare. So, dann lass uns mal loslegen. Zack, 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 zack. So, hier öffnet sich eine Tür. Die schließen wir alle tot. So, jetzt sind wir hier in irgendeinem Nebengang gelandet. Ich weiß gar nicht genau, wo ich mich hier befinde. Aber ich denke, das wird sich gleich aufklären. So, hier kommen wir schon mal gar nicht durch. Das bedeutet, wir haben ja nur eine Richtung, in die wir laufen können. Schauen wir mal eben. Schauen wir mal eben hier. Irgendwo muss es ja weitergehen. Guck mal, da vorne ist noch so ein Ding, wo ich durchkriechen kann. Und das werden wir auch gleich tun. Nur vorerst räume ich hier gerade mal eben auf. So, der muss natürlich weg. So, alles schön eingesammelt. Wunderbar. Hier kommen wir gleich zu. Und latschen jetzt erstmal hier schön durch das Loch. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit, weil, ne, wir können ja, wenn wir kriechen, nicht rennen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist, glaube ich, das meiste, was hier auf die Zeit geht. Dieses ganze Rumgekrieche. So, hier zum Beispiel ist nichts. Aber ich meine, dass wir hier in einen geheimen Bereich kommen. Vielleicht sogar irgendwas Besonderes finden. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht das komplette Level abgesucht. Aber ich bin hier schon mal so ein bisschen drin rumgelatscht. So, das nehmen wir natürlich mit. Das lassen wir hier nicht liegen. Da ist noch mehr. Wie viel haben wir denn? Acht. Ja, komm, dann kriechen wir da hinten auch eben hin und besorgen uns das. Explosive Munition ist der heiße Scheiß. Den brauchen wir. So, dann komm mal her. Dankeschön. So, hier geht es jetzt weiter nach oben. Unten, so wie das ausschaut. Und die Karte bringt mir hier gerade gar nicht wirklich viel. Denn das ist hier alles gar nicht markiert, wie ich gerade sehe. Hier geht es auch nochmal nach unten. Da schauen wir uns gleich um. Hier können wir nicht weiter und da geht es, glaube ich, auch nicht hoch. Gut, dann schauen wir uns hier gerade mal eben um.
Oh, ich hasse diesen Drecksack. Komm, kannst du nicht einfach sterben? Dankeschön. Ganz schön hartnäckig, dieser Typ. So, was haben wir denn hier gefunden? Ein Chronozepter-Teil. Ja, guck mal einer an, hat sich doch gelohnt, so weit zu kriechen. Manchmal bringt sogar was, bringt es sogar was, wenn man, durch den Dreck kriecht, tatsächlich. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen, ne? So, wo sind wir hergekommen? Hier vorne, ne? Gut. So, ich habe schon Haare im Mund hier. Sehr lecker. So, und schauen wir mal eben. Ich gehe hier lang. Und dann gehen wir da vorne mal rechts, denn da, glaube ich, geht's auch noch weiter. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Nee, hier ist auch dicht. Ja, guck mal, da können wir jetzt zurücklaufen und dann haben wir das hier schon erledigt. Haben dafür einen Chronozepter-Teil bekommen, was ja im Endeffekt gar nicht so schlecht ist. Denn ich meine, es gibt in jedem Level 1 und ich meine auch, dass wir bis dato auch alle gefunden haben. So, dann latsche ich mal eben weiter. Laufen und laufen und laufen. Oder kriechen, besser gesagt. So, Katakomben, das erinnert mich mehr an eine Kanalisation, wenn ich ehrlich bin. So, ja komm, fall um und... Fall doch um, Alter! Was hältst du denn aus? So, jetzt hältst du nicht mehr so viel aus. Wir gehen natürlich nach links, ich bin so ein Links-Typ. Ich gehe immer erst nach links. I am Torok! Ich gehe gerne immer erst nach links anstatt nach rechts. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber ich gehe immer erst gerne nach links. Die anderen gehen wahrscheinlich erst immer nach rechts. Das ist immer so personenabhängig, glaube ich. Oh nein, Feuer! Da wollen wir natürlich nicht durchlaufen. 384 Schuss übrigens. Alter, die Waldfee. Da können wir erstmal ein bisschen ballern hier. So, da unten ist auch, glaube ich, weiterhin gar nichts. Wir können trotzdem eben schnell noch eine kleine Runde laufen. So, und sammeln hier eben die... Ja, okay, da will ich jetzt nicht lang. Die restlichen Energiezellen, sage ich jetzt einfach mal. Heben wir noch auf. So, klettern wir mal hier hoch. Im Ninja Warrior-Style. So, Turok. Ach, hier kann ich speichern. Das ist sehr interessant. Und da gibt es tatsächlich... Ja, okay, komm. Dann speichern wir hier jetzt einfach mal. The Catacombs. Oh, so, wo sind wir denn hier gelandet? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? So, hier öffnen sich auch schon wieder 1000 Millionen Wege. Müssen wir gerade mal eben schauen, was hier am sinnvollsten ist. Ach du Scheiße. Holy. Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Escape Room oder was? Schachtel Granaten und ein Granatenwerfer. Ja, das passt ja gut zusammen. Ich laufe mal hier eben durch die Sägeblätter, durch die gefährlichen. Oh, gleich heißt es schon wieder I am Torok. Geil, 91 Stück schon. So, die ballern wir alle weg. So, die Energiezellen nehme ich natürlich mit. Hier öffnen sich auch schon wieder 1000 Wege. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist wirklich ein reinstes Labyrinth. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Aber ich möchte hoffen, dass wir das Level so schnell wie möglich hinter uns bringen und dann auch weiter mit Level 6 machen können. Und natürlich auch alle Schlüssel finden. Das ist ganz wichtig. Denn ich würde ungerne ein Level irgendwie zweimal machen. So, hier springe ich auch gerade mal eben rein. Mal schauen, ob ich hier irgendwie was Nützliches finde oder ob das einfach nur wieder so ein... Ja, einfach, ich weiß nicht, Zeit verschwenden, Spaß haben. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Passagen hier gut sind. Für Leute, die zu viel Zeit haben und das Spiel zu langweilig ist, kann man wahrscheinlich hier auch noch durchlaufen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Na, komm, jetzt mach. Feuer, geh bitte weg. Dankeschön. So, Ultraleben haben wir bekommen. Sehr, sehr geil. Hat sich also doch irgendwo gelohnt, hier einmal reinzuschauen. So, jetzt gehen wir hier vorne. Au! Gehen wir hier vorne weiter. Ey, diese ganzen Viecher, die machen mich fertig.
So, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Ich weiß gar nicht genau, wo ich langlaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich check erstmal da oben ab, bevor ich jetzt hier weiterlaufe. Nee, noch so ein Ding möchte ich nicht. Das reicht mir erstmal. So, hier kann ich auch schon wieder... Aha. Aha. Jetzt sind wir hier wieder. Interessante Geschichte. Wir dürfen den Überblick natürlich nicht verlieren. Das muss auch noch irgendwie hochgefahren werden. Ich weiß nicht genau wie. So, da sind wir ja hergekommen. So, da nochmal zwei. Jetzt können wir, glaube ich, auch hier lang. Hier konnten wir vorher nicht lang. Oder ich habe es einfach nicht gemacht. Wie gesagt, es ist sehr verwirrend hier. So, hier waren wir ja ganz am Anfang. Dann latsche ich jetzt einfach mal hier durch. So, der ist down. Und ich bekomme trotzdem Schaden. Was für ein Murks. Ah, was hat sich jetzt getan? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas öffne ich hiermit. Ich weiß nur nicht was. Okay. Ich habe jetzt auch nichts gehört. Ich habe nichts gehört und auch nicht wahrgenommen, dass sich jetzt hier irgendwas geöffnet hat. Hm. Vielleicht kommen wir da noch zu. Ich weiß es nicht. Wo mich der Weg jetzt hier hinführt. Was ist das für eine Architektur? Wer hat das gebaut? Aha, guck mal einer an. Zeitlupe! So, der ist tot. Ich sag euch ja, das ist der pure Murks hier. So, hier öffnet sich auch noch was. Die Zeitlupe kann übrigens jetzt weggehen, bitte. Die stört nur. So. Und hier sind die letzten Plattformen, die ich nach oben befördern kann. Sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal eben hier unten lang. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr verwirrt, was das Level-Design angeht hier. So, jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, von wo genau ich gekommen bin. Ich kann ja mal versuchen, da lang zu laufen. Ja, hier hat sich eben auch noch was geöffnet. Da gehen wir eben runter. Oh, nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich hier? Hä? Kriege ich hier irgendwas Besonderes? Nicht wirklich, ne? Wollen wir das machen, oder? Ja, komm. Das Extra-Leben, das lohnt sich schon dafür. So, ich schwimme mal durch. Also, ich wäre jetzt schon ertrunken, wenn ich ehrlich bin. Turok, der hat echt eine gute Lunge. Scheint wohl nichts zu rauchen. Macht auch viel Sport. Der hat ja schließlich auch ein 10-Pack anstatt ein 6-Pack. Hat man ja auch gesehen in der ersten Folge. Mega krasses Double-Six-Pack. So, weiter geht's hier. Alter, wie lange kann der denn die Luft anhalten? Ich wäre schon gestorben. Spätestens hier wäre ich schon dreimal ertrunken. Kommt mir das nur so vor? Oder kann der länger die Luft anhalten als im zweiten Teil der Joshua? I'm not sure. Sehr geil. So, ein bisschen hat sich's ja gelohnt. Eigentlich wollte ich hier gar nicht rein, aber manchmal kann man das wohl nicht, ja, so steuern, wie man gerne hätte. Hm. So, was gibt's hier vorne? Komm, jetzt stirb und lass mich in Ruhe. Schon wieder dieser Feuerhans. Hier kann ich gar nichts machen. Das heißt, ich bin hier quasi umsonst langgelaufen. Ach, das war der... Ach so, okay. Hier ist noch eine Plattform. Und hier kann man bestimmt schwimmen, ne? Ja. So, und bin ich ja mal gespannt, was wir hier finden. Scheint mir auch schon wieder so ein Geheimnis zu sein hier. Volles Leben. Volles Leben, hätte sie jetzt gesagt im zweiten Teil. Oh! Schockwellenwaffe.
So, schnell zurückschwimmen. Aber wie wir wissen, brauchen wir uns gar nicht so derbe beeilen hier mit dem Getauche. Denn Turok hat die geilste Lunge. Ja, Kick-Ass-Lunge. So, weiter geht's hier nach oben. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau, wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Das ist ja alles sehr verwirrend. Aber ich hoffe mal, dass wir so schnell wie möglich einen Weg finden. So, okay, ich latsche jetzt erstmal den ganzen Weg zurück. Das scheint ja jetzt wirklich nur dazu gedient zu haben, dass wir diese Schockwellenwaffe bekommen. Und die werde ich jetzt gleich auch mal eben ausrüsten. Die sieht nämlich sehr, sehr, sehr gefährlich aus. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, wofür die eigentlich gut war. Warum komme ich hier jetzt nicht durch? Ach, guck mal, jetzt auf einmal kommen wir da hin, oder was? Das ist ja interessant. So, jetzt dürfte ich doch... Aha. Aha. Wo sind wir denn jetzt? Oh, 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 oh. Hier ist noch ein Portal. Da werden wir natürlich reinspringen. Ach, und jetzt bin ich wieder am Anfang? Okay. What? So, die probieren wir jetzt aus, die Waffe. Aha. Die Gegner bleiben stehen und explodieren. Das ist ja richtig Kick-Ass. Badass-Waffe, warum geht das mit ihm hier nicht? Jetzt auf einmal funktioniert's? Oh, der hat gespratzt. Heilige Mutter Erde. Heilige Indianerfeder. So, jetzt bin ich ja mal am... ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Waren wir denn hier schon drin? Ja, ne? Ich möchte hoffen. So, aber hier scheint es ja weiter zu gehen. Hup, hup. Und der erste Kontrollpunkt. Sehr geil. So, jetzt kommen wir hier durch irgendeine Höhle. Höhle-Schmöhle. So, hier kommen wir nicht weiter. Das ist natürlich nicht schön. Immer diese Sackgasse. Lalalala. Oh, die Gegner, die können mir jetzt gerade mal echt den Buckel runterrutschen. I am Turok. So, wir haben schon 8 volle Leben, die wir verschwenden können, dürfen. Ey, lass mich doch einfach durch. So, ihr bekommt jetzt Granaten, ihr Schweine. Meine Güte. So, down. Alle down to the ground. So, was gibt's hier? Hier können wir nochmal speichern. Das werden wir natürlich tun, die Katakomben. So, zurück und ab durchs Portal. So, jetzt sind wir draußen gelandet. Interessante Geschichte. Oh, Riesenmoskitos. Gut, dass es die nicht gibt oder nicht mehr gibt. Denn Sonnenmückenstich möchte ich gerne vermeiden. So, ich hasse nämlich Mücken. Gerade wenn man pennen will, kommen sie schon an, weißt du, dann hörst du dieses... Und ich bin ja so ein Mensch, wenn mich so eine Mücke angreifen will, ne, dann bin ich wirklich fuchsteufelswild, kann ich euch sagen. Dann kann ich erst schlafen, wenn ich sie gefunden habe und dann auch getötet habe. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen rassistisch gegenüber Mücken, aber... ich weiß nicht, wie ihr das macht, nur ich kann da nicht schlafen. Und wenn das eine Stunde dauert, bis ich die finde, das ist mir dann sowas von egal. So, hier könnten wir noch runterspringen, aber das lohnt sich jetzt nicht. Da gibt es nur Leben. Es kann aber auch ein geheimer Bereich sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, dich schieße ich eben tot. So, und die Frage ist jetzt, wo gehen wir zuerst lang? Hier scheint es ja auch noch irgendwas zu geben. Schwimmen wir mal eben eine Runde. Hups. So, ach guck mal, der erste Schlüssel. Level 6 Schlüssel, geil. So, dann werde ich mir erstmal ganz kurz einen Schluck Kaffee gönnen. Der soll ja nicht kalt werden, ne? So, und jetzt haben wir hier so eine Plattform. Aha. Das Wasser schwindet. Ich sehe, aha. So, und wo kommen wir hier lang? Da können wir wieder durch... Oh nein, da können wir wieder irgendwo durchkriechen, ne?
Ah, okay, okay. Au! Schwein! Da komme ich aber gar nicht mehr hoch. Deswegen überlege ich gerade, ob wir nicht erst oben langlaufen, wenn ich da überhaupt jetzt noch hochkomme. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Sonne Kacke. Aber vielleicht kommen wir hier irgendwie noch rüber gesprungen, dass ich jetzt... Nein, natürlich nicht, ne? Oder doch, warte mal. Ups. Oh, wir haben es geschafft. Sehr geil. So, ich werde nochmal eben den Kontrollpunkt benutzen hier. Und dann springen wir mal. Hier rüber, Geronimo! Oh, ich hab nur... Ah, oh, das sind nur normale Pfeile, ne? So. Okay. Was will er jetzt hier? So, er ist down. Wir haben es geschafft. Was ist... Oh! Geil, wir haben den zweiten Schlüssel. Also, besser geht's doch gar nicht, oder? Der zweite Schlüssel. Ein Schlüssel in diesem Level zu finden noch. Okay, okay. Dann haben wir das ja schon mal erfüllt hier alles. Da vorne ist noch eine Minigun, die nehme ich eben mit. So, Minigun, 397 Schuss. Und jetzt dürften wir eigentlich noch einen Schlüssel finden, bevor wir dann das Level verlassen. Wenn der sich nicht wieder zum Schluss befindet, der Schlüssel, das weiß ich natürlich nicht genau. So, ich bin am Überlegen, lohnt sich das hier durchzulaufen? Irgendwo muss ja auch das Ende sein. Ja, das können wir nicht mitnehmen, schade. Ach, das ist gar kein Gegner da vorne, okay. Da hinten ist noch eine Tech-Rüstung, die nehme ich mit. So, und da können wir auch noch irgendeine Plattform betätigen. Das werde ich natürlich tun. Aua. So, und hier ein weiterer Kontrollpunkt. Sehr schön. So, wir schießen alle tot. Und dann spielen wir schon 22 Minuten. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? So, da geht's auch noch weiter. Dann, werde ich mich mal nicht lumpen lassen, da werde ich gleich langlaufen. Ich möchte nur gerne die Karte hier voll haben. So, jetzt sind wir wieder hier zu Beginn am Anfang, wo ich eben war. Aua. Ja, das zieht mir jetzt Energie, aber ich kann es nicht ändern. Aha, hier kommen wir gar nicht durch. Warum? Haben wir hier irgendwas übersehen? Kann gut sein. Aber das interessiert mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht? Wir gehen einfach mal ein Stückchen weiter. Ja, ich werde jetzt gleich bestimmt sterben. Das ist gar nicht so wild. Ich spring mal hier runter. So, er ist tot. Und hier können wir wieder tauchen anscheinend. Machen wir gleich mal. So, hier gibt es auch noch Wege, die wir benutzen können. Ach, guck mal einer an, hier waren wir doch eben. Da sind wir nicht durchgekommen. Hier nochmal 25 Lebenspunkte. Ach, guck mal, jetzt sind wir am Anfang. Sehr interessante Geschichte. Sehr interessant. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich alles gesehen haben, aber das ist gar nicht so wild, denn wir springen jetzt einfach mal hier rein und hoffen, dass es hier irgendwie, ja, zum Ende geht oder wo auch immer hin. Vielleicht den nächsten Schlüssel auch schon finden. So, komm, Turok, schwimm um dein Leben. So, guck mal einer an. Ach, guck mal, da ist ja wirklich das Portal. Lol. So, werde ich hier mal speichern. Die Katakomben natürlich und benutzen dieses Portal. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Da ist ja der Schlüssel. Nein! Ein Boss. Lol. Wo muss ich denn draufschießen? Ich
will jetzt nicht sterben. Ey, das Vieh erinnert mich an den allerersten Boss in Secret of Mana, wo man in dieses Loch fällt. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ey, der Granatenwerfer, der bringt's ja richtig bei dem Vieh. Wenig Leben. Ja, toll. Was macht das Ding? Wohin fliegt es? Warum fliegt es weg? Hallo, hier bin ich. Warum tut er das? Okay, das bringt nicht so viel. Ja, genau. Wo bist du denn jetzt? Wo ist es da? Wow. Oh, wir haben nur noch 13 Lebenspunkte. 13 ist meine Glückszahl übrigens. Und auch gleichzeitig das Datum meines Geburtstags. 13.2. übrigens, wer mir ein Geschenk machen möchte. Ey, jetzt nicht zum Schluss sterben, bitte. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Nein! 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 Really? Nein, möchte ich nicht speichern. What the fuck? Don't do it! Ach, come on! Motherfucker, Alter. Ach, guck mal! Okay, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Oh, er dreht vollkommen durch jetzt. So. Oh. Ich weiß nicht, was er da immer macht. Keine Ahnung. Aber ist ja auch eine andere Geschichte. So, wir haben den letzten Schlüssel. Oh, ist das gut. Level 8 Schlüssel. Und befinden uns damit wieder im Hub. So, da fehlt auch, glaube ich, nur noch ein Teil. Hier habe ich den Schlüssel bekommen und hier habe ich gar nichts für bekommen. Okay, waren das jetzt wirklich alle Schlüssel? Tatsächlich, wir haben in Level 5 alle Schlüssel bekommen. Level 8 die Konfrontation. Level 6 das Dorf in den Baumwipfeln. 6 brauchen wir dann als nächstes, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. 7 das verlorene Land. Die Katakomben haben wir fertig, die alte Stadt haben wir fertig. Dann ist das in den Baumwipfeln die nächste Mission. Ich speichere mal hier, obwohl ich... Nein, ich speichere mal hier unten auch. Ich überlege gerade. Warte mal, Level 6 und was ist 7? Das verlorene Land. 8 ist die letzte Konfrontation, ne? Wo waren das jetzt gerade? Ach so, das war hier in der Mitte, ne? Das heißt, 6, 7 und 8, noch 3 Level bleiben uns übrig. Und wir können ja gerade mal eben reinschauen. Das ist, glaube ich, auch so ein Level, was ich früher echt gehasst habe. Und zwar wie die Pest. Weil ich nicht wusste, wie es hier weitergeht. Und dann musste mir tatsächlich mein großer Bruder helfen. Oder ich habe einfach 3 Stunden lang gespielt, um dann endlich irgendwann das Ende zu finden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir latschen jetzt einfach nur noch mal ganz kurz hier durch und schauen uns dieses Level ein bisschen an. Denn wir haben noch 1 Minute Zeit. So, okay. Oh, 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 oh. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist eine sehr neblige Angelegenheit hier. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Guck mal, das ist doch schon mal der erste Tod, oder nicht? Nee. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Level hier? Oh nö, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Okay, man kann hier wirklich in alle Richtungen springen und schauen. Hier sind überall Gegner. Da hat sich schon einer selber umgebracht, weil er keinen Bock auf dieses Level hatte. Eieieiei, das kann ja was werden. Oioioioioi. Ja gut, komm, meine Lieben. Ich würde sagen, ich lade eben das Spiel. Wir verabschieden uns nämlich immer gerne aus dem Hub. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also seid mit dabei, wenn es heißt Turok the Dinosaur Hunter. Bis zum nächsten Mal in Level 6. Und dann streifen wir gemeinsam durch die Baumwipfel. Ja, seid dabei. Ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann. Und haut da rein.